Hi, liebe Campingfreunde! Stimmt das so? Sag ich das immer so? Ja, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper! Dann machen wir es mal so rum. Genau, mal anders. Ja, wir begrüßen euch hier aus dem Geiranger. Wir haben bereits Donnerstag, den 2. Juni. Damit merkt ihr schon ein bisschen. Gestern waren sie doch irgendwie schon Atlantik, was da passiert. Wir haben uns entschieden, bezogen auf dem Wetter, was auch gestern war. Heute ist richtig schön, aber gestern hat es geregnet, dass wir mal einfach entspannen. Das heißt, wir machen jetzt 2 Tage hier auf dem Platz, wo wir euch im Endeffekt nichts zeigen. Die Adlerstraße runter konnten wir eh nicht filmen, weil es geregnet hat. Hoch müssen wir nicht zum Geiranger. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir entspannen ein bisschen. Und ja, diese eine Aufnahme ist die einzige, die wir hier machen. Genau. Und jetzt zeigen wir euch viele Fotos, das darf Stefan jetzt alles wieder zusammenschneiden. Damit ihr auch was davon habt und wir natürlich auch, weil genau, wir haben eine Erinnerung ja dabei auch. Damit ihr seht, wie es im Geiranger aussieht. Und jetzt macht Stefan Essen und dann heißt es noch den ganzen Tag ausruhen und dann geht es morgen weiter. Also nach den schönen Bildern aus dem Geiranger geht es dann weiter Richtung Süden. Geiranger haben wir hinter uns gelassen. Die Eiswüste durchquert. Genau, und bevor wir aber durch die Eiswüste sind, grüßen wir natürlich Anja und Mike aus Braunschweig. Natürlich, die klar. Uns dort angeschaut. Und leider dessen haben wir nicht wissen, die lieben, netten Leute mit dem Knaus, die aber mit der Main-Schiff da waren. Uns im Geiranger getroffen haben. Wir haben natürlich nicht gefragt, wie sie denn heißen. Ja, manchmal vergessen wir was. Aber ihr seid auf jeden Fall hier mit ganz lieb gegrüßt und hoffentlich macht ihr bald mal so eine Tour. Nicht nur mit der Main-Schiff, sondern auch mal mit eurem Schiff. Und vielleicht sieht man sich auch noch mal wieder. War man, sehr schön. Man weiß es nicht. So, auf jeden Fall, was für eine Eiswand. Über 1050 Meter waren wir hoch. Und viel Nebel und dann viel Schnee. Genau. Also richtig hohe Eiswände. Genau. Und für euch, wir wollen jetzt zu einer Stabkirche. Sind ungefähr 260 Kilometer, 4,5 Stunden Autofahrt. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht, weil wir einfach sagen, wir müssen uns das auch nicht wirklich antun. Denn wir haben ja noch ungefähr 5 Tage hier für Norwegen geplant. Vielleicht, ja. Also 4 bis 5 Tage, sagen wir mal so. Und wir lassen uns einfach mal immer noch treiben. Hier ein schöner Platz hier direkt an der E16. Wird eingeblendet gerade. 15 ist 15, das, glaube ich. D15. Ja, aber nee, nicht E15, sondern die 15. Ist, glaube ich, eine Landstraße. 15. Landstraße. Es wird eingeblendet. Die ganze Zeit wird es doch schon eingeblendet. Genau. Jetzt versuchen wir uns denn hier was rauszusuchen. Wir schwenken gleich nochmal über den Parkplatz rüber, denn es ist auch, finde ich, ein sehr guter Nachtplatz. Also man könnte ihn, glaube ich, auch gut als Übernachtung. Man könnte hier übernachten auf jeden Fall. Feuerstelle ist auch für gesorgt, an einem schönen, idyllischen See. Aber ihr seht das gleich nochmal. Genau, und jetzt
Genau, jetzt zeigst du das einfach mal und dann melden wir uns vom nächsten Spot. Wir haben ein paar Kilometer wieder hinter uns und ich kann schlafen. Es ist langweilig. Ja, es ist echt teilweise langweilig, teilweise ermüdend, teilweise erschläfernd und dann ist es wieder langweilig. Tja, so ist das halt manchmal. Ja, wir haben viele Kilometer zu machen, weil wir wollen ja eigentlich nur zu einem ganz bestimmten Punkt. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Und ja, jetzt haben wir aber hier irgendwo beim Heudal. Pfosten, also beim Holdal Wasserfall, haben wir jetzt hier einen Platz gefunden, da haben wir jetzt angehalten, denn gleich wollen wir Mittag machen. Und es sieht schön hier aus, es ist auch einigermaßen trocken, also Wetter passt soweit. Genau. Und von daher kann man hier sich das auch erstmal anschauen und dann eine schöne Mittagspause machen, ne? Und du machst jetzt einen Schwenk über das, was man alles hier sehen kann. Richtig. Was eine tolle Tour! Bist du Wahnsinn? Wo bist du lang gefahren? Naja, wir haben ein bisschen Kurbelei gehabt und ein bisschen Bremsen benutzt. Yo, alter Falter. Aber Schnee habt ihr gesehen. Wir waren auf über 1400 Meter in der Spitze. So alles, was wir da... wir müssen es mal einblenden, wo wir da direkt waren. Also ganz können wir es nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall, da waren wir auf 1300 Metern und 90 Kronen bezahlt, dass man da überhaupt die Strecke fahren darf. Ja, also es ist so ein Privatweg, ne? Ja, genau. Ganz schöner Privatweg. Und jetzt sind wir hinter Ördals, würde ich sagen. Wir blenden es auch hier ein. Und jetzt überlegen wir, ob wir noch zu der Stabkirche fahren oder ob wir jetzt hier einen Break machen, hier auch bleiben an dem Platz, weil eigentlich ist er ganz schön. Der ist eigentlich ganz schön, ja. Direkt am, glaube ich, Örlandsfjord. Genau. Könnte er heißen, oder Solfjersfjord. Wir blenden auch das wieder ein. Gott, muss ich viel einblenden. Und jetzt schauen wir mal einfach, was wir gleich hier im... Ja, und ich schwenke euch mal durch, weil wir sind nämlich am Fjord und das sieht natürlich wahnsinnig schön aus. Und danach sagen wir euch, was wir hier entschieden haben. Das wollte ich noch sagen. Midget Kinder. Ach so. Komm, na, der wackelt hier.
Ja, wir haben Feuer gemacht. Alle machen sich gerade lustig, aber ich finde das schön. Hat irgendwas Gemütliches. Und dann mit der Aussicht, also, was will man mehr? Hauptsache Feuer, Feuer, Feuer. Nichts anderes hat der im Kopf, außer sein Feuer zu machen. Also, wir haben jetzt uns entschieden, wir bleiben hier an diesem Platz. Wir wissen gar nicht, ob er bei Park4Night vorhanden ist. Wenn ja, werden wir euch das natürlich mitteilen. Ist eigentlich ein ganz offizieller Platz. Auf jeden Fall wieder bleiben wir jetzt hier. Und morgen geht es dann zur Kirche, also zu der Stabkirche. Und was dann noch alles so kommt, das werdet ihr hier auf diesem Kanal auf jeden Fall erleben. Nun haben wir Abendbrot gegessen und Stefan ist am Schneiden. Der muss nämlich jetzt die Szenen fertig machen, die ganzen Fahrszenen aus unserer Strecke E6, E139, also vor der Atlantikstraße auf jeden Fall. Den Teil habt ihr natürlich bestimmt schon gesehen, weil der liegt ja hinter uns. Dann haben wir eben gerade alles fertig gemacht und zwar, wir werden die Fähre Kristiansand-Hürthals nehmen von Color Line. Ist ein ganz schönes Sümpchen, also beide Fahrzeuge insgesamt mit auch Sitzplätzen 500 Euro, Pi mal Daumen. Also, das ist mal eine Hausmarke, aber naja, was will man da machen, ne? 125 Euro pro Person pro und dann ein halbes Fahrzeug. Alternativ wäre gewesen, wir hätten halt 1100 Kilometer von Stavanger, da wollen wir auf jeden Fall noch hin, über Oslo, Göteborg, Malmö, Odense, also über die Brücken, die ja dann aber auch schon fast 200 Euro kosten werden. Und da haben wir gesagt, nee, wir wollen ja vielleicht noch ein bisschen Dänemark machen. Ne, wenn wir Mittwoch fahren, 11.15 Uhr sind wir da, könnte das noch werden. Ist aber alles noch Zukunftsmusik. Morgen geht es zu einer der größten Stabkirchen in Norwegen. Die werden wir euch zeigen. Und jetzt genießen wir noch den Blick nach draußen hier zum Sognefjord. Wenn ich mich nicht komplett falsch liege.